West. Wie im letzten Video angekündigt, fahre ich nach Westen. Fernziel wird Gdansk sein, Danzig. Ich habe mir heute eine Etappe von 144 Kilometern laut Navi ausgesucht und werde nachher irgendwo in Osterode oder wie man hier sagt, in Ostroda auf dem Campingplatz fahren. In der Nähe gibt es ein paar Sehenswürdigkeiten, die ich mir ansehen will. Und da nehme ich euch mit hin. Ja, da hat mir das nicht so geklappt mit dem Campingplatz in Ostroda. Ich habe den zwar gefunden, der sieht auch sehr gepflegt aus, aber der ist zu. Warum auch immer, keine Ahnung. Also habe ich im Campingführer rumgeguckt und habe einen nächsten Platz gefunden. Und zwar bin ich hier bei Morak. Schön mitten im Wald, an einem See gelegen. Einfach idyllisch. Und ich bin auch fast alleine hier. Es stehen zwar einige polnische Wohnwagen in der Gegend rum, aber außer einem älteren Ehepaar habe ich bisher hier niemanden gefunden. Das heißt, ich habe auch den Spielplatz da hinter mir ganz für mich alleine. Ich habe mal wieder Lust, Moped zu fahren. In dieser Region hier bringt das auch mehr Spaß. Das Gelände ist welliger und so finde ich auch mehr Kurven. Und da wird das Grinsen unter meinem Helm viel breiter. Ich gelange nach Morak, aber so viel ich auch durch das Zentrum kurve, auffallen will mir nur das alte Rathaus. Heute ist hier die Touristeninfo. Unterwegs treffe ich auf meinen alten Kumpel Florian. Auch in Polen ist er der Schutzpatron der Feuerwehrleute. Einige Kilometer weiter bin ich in Ostroda. Eine schöne Promenade haben die hier mit einer Seebrücke und einer Wasserskianlage. Schade nur, dass keiner seine Showanlagen zeigen will. Und da hinten am Yachthafen liegt auch der Campingplatz, wo ich eigentlich gestern hin wollte. Von hier fahren auch Boote ab, doch dazu mehr in der nächsten Folge. Markant für Ostroda ist diese Ordensburg des Deutschen Ordens im damals preußischen Osterode. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts errichtet. ...1945 wurde sie durch Brandstiftung total zerstört. Jahrzehntelang geschah nichts. Erst nach der Wende wurde sie wieder aufgebaut, so wie wir sie heute sehen. Napoleon hielt sich hier 1807 auf.
Er soll wohl geäußert haben, das sei die furchtbarste Zeit seines Lebens gewesen. Heute wird die Anlage als Bibliothek, als Festsaal der Stadt und für Kulturveranstaltungen genutzt. So, soweit also mein Bericht aus Morak. Für konstruktive Kritik bin ich natürlich immer offen. Wenn es so ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und falls es noch nicht geschehen ist, dann abonniere meinen Kanal. Und du wirst sofort informiert, wenn es irgendetwas Neues gibt. In der nächsten Folge melde ich mich dann aus Eblak.